aber es sieht so aus, als wollten sich die Bayern hier vor ihren 500 mitgereisten Fans. Vier sind mit Sonderflugzeugen gekommen, andere haben die 48-Stunden-Reise mit der Eisenbahn auf sich genommen, als wollten sie sich hier vor ihren 500 Fans nicht absolut in die Defensive drücken lassen, sondern selber versuchen, zu einem Kontertor zu kommen, um damit möglicherweise schon eine Entscheidung herbeizuführen. Das ist es übrigens, was Detmar Kramer will, die Mannschaft von Dynamo Kiew zu Fernschüssen aus mehr als 25 Metern Entfernung zu zwingen, weil sie kein Durchkommen sieht gegen die Abwehr der Bayern. So meint er, könnte man diesen Gegner hier in Schach halten. Künkel, Franz Roth, Freistoß. Minuten sind gespielt, 0:0. Ich sage das immer wieder einmal, weil ich annehme, dass der eine oder andere unserer Zuschauer doch erst jetzt in diesen Minuten nach Hause kommt. Franz Roth, Beckenbauer. Und eine Abseitsposition hat das Schiedsrichtergespann gesehen, nicht etwa ein Foul am angespielten Kapellmann. Andersson, Schwarzenbeck, einfach großartig, was dieser Beckenbauer selbst in schlimmsten Situationen mit dem Ball noch anzufangen hat. Lotti! Die erste ganz große Möglichkeit für Dynamo Kiew von Sepp Maier vereitelt. Sehr großzügige Auslegung dieser Attacke durch den Schiedsrichter. Tempo und Druck des Spiels von Dynamo Kiew nehmen zu. Onischenko war das mit der Nummer 8.
Thank you.
Гол ворота команды Бавария на 86-й минуте забил Слободян, номер 14.